Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Und jetzt gilt es natürlich zu gucken, dass wir irgendwie überleben. Genau, ich möchte gerne eine andere Farbe haben. Genau, irgendwie sowas wie das hier. So eine Art, ne? Okay, da hinten kommt was Großes. Was ist denn das andere? Wing and Selling Ores. Okay, Fort Victoria. Okay. Wir haben schon so einiges. Von da hinten schießt auch noch irgendwas, ne? Von da. Das schießt auch noch. Die kommt jetzt um die Ecke rum. Okay, den haben sie auch. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ist der Bin Repairs nicht an oder was ist damit los? Nur schweißen. Und warum sehe ich das dann nicht? Ich bin etwas verwirrt. Ja, schon so ein bisschen. Ich versuche jetzt erstmal von unten das Ganze etwas widerstandsfähiger zu machen. Mein Burn Repair macht ja jetzt gar nichts. Repair. Bereich anzeigen. Da ist doch alles drin. Hm.
Verstehe ich nicht. Ah ja, vielleicht kommt das hier gleich noch. Ah, Energie. Okay, also das macht er. Energie zu entfüllen. Und hier können wir einen Auftrag geben. Oder habe ich das hierbei deaktiviert? Nee. Mal nochmal ein Stück. Schön. Vielleicht macht er den Rest, wenn das Ding gleich Strom hat. Ja, könnte sein. Okay, ich brauche Atmo-Treibwerke. Nehmen wir T2 gleich. Könnte man eigentlich machen, ne? Komm, nehmen wir T2. Warte mal, hier die 8 mit Gyroskop haben wir schon. Ja, jeweils zwei Stück. Oder eins. Auf jeder Seite noch nicht. Viel mehr, das müsste passen. Okay. T2, okay. Nehmen wir die mal weg. Welche dann zum Gas geben und alles. Aber wir brauchen erstmal was mit Speicherplatz. Okay, davon steht also nichts zur Verfügung. Na egal. Großer oder lieber mittlere? Oh, es bin Repair auf der 6. Okay. So, jetzt die Förderleitung, die sind auf der 9. Bin ich mal gespannt. So, und dann hier. Ja, das glaube ich gut. Ich glaube, das bietet dann genügend Möglichkeiten.
Sollte platztechnisch erstmal reichen. Hoffe ich. So, die 7. Licht. Ja, könnte man auch so machen. Hier bremsen. Wir haben es hier gemacht. Erst ein bisschen weiter oben angefangen. Okay. Ja, immer zwei da vorne. Ist irgendwie ungefähr gleich, ne? So, Seite haben wir noch nichts, das ist aber auch nicht so wild. Wir müssen nur vor und zurück, mehr haben wir jetzt hier gar nicht, ne? Okay. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt mal überlegen, nehmen wir da das Cockpit. Wieder eins davon. Ich finde das immer noch super. Muss auch nicht angeschlossen sein direkt. Also sehe ich jetzt zumindest so, ne? So, ja, schon mal eigentlich ganz in Ordnung, denke ich. Können wir einstellen bezüglich Raketenabwehr oder so. Genügend Speicherplatz hat es auch. Ja, denke ich mir zumindest. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir es machen wegen Seitwärtsbewegung. Ja. Und Auftrieb vor allen Dingen. Perfekt. Wunderbar, genau so wollte ich das haben. Perfekt. Okay. Na, hier ist ein Kernanschluss, schade. Gut, dann halt da nicht. Dann machen wir
für den Auftrieb. Ich brauche erstmal Stahlplatten. Die 7. Vulkankonzentration hier. Und das. Dann machen wir hier noch. Nee, es geht nicht. Aber ich könnte das schon irgendwie hier so kurz machen zumindest. In Bezug auf eventuelle Landungen könnte das natürlich von Vorteil sein. Was zu machen? Oh, ich glaube, das geht. Wir müssen es mit dem Hauptrahmen verbinden, vorsichtshalber. Nicht, dass dann halt irgendwas passiert und dann wird es deswegen abgetrennt und dann fliegen uns die ganzen Sachen weg. Nee, es geht nicht. Schon besser. Okay. Das heißt, wir können es jetzt zumindest in die Richtung drehen, aber seitlich noch nicht. Auch nicht so wild, kriegen wir auch noch hin. Gucken wir erstmal, wie es funktioniert, ob das schon ausreichend ist. Oder ob wir dann halt gleich doch noch was anderes machen müssen. Wir brauchen einen Laserturm am besten. Und die Fans will ich eigentlich nicht. Okay, dann müssen die Dinge erstmal reichen, die wir da haben. An Energieversorgung reicht das aber noch nicht. Dingers. Das schon reicht. Gute Frage. Für die Energieversorgung könnte eigentlich, ne? Ja. Theoretisch. Wir müssen jetzt mal provisorisch was installieren.
Hm, es fliegt. Und was kommt da schon wieder? Okay, kommt nicht zu uns. Finde ich gut. So, warte mal. Ja, können wir nicht gleich mal raufschauen. Und dann hier die anderen installieren. Genau, dann einfach nur noch Dünen hier. Und fertig ist. Glaube ich jetzt zumindest. Ne? Ich bin mir da nicht so 100% sicher. Genau. Ja. Noch. Auf den Reaktoren hin. Zwei Stück müssten reichen. Okay, ich hole mal kurz Uran. Okay, mal die Sachen hier wegpacken. Genau, safe. Jeden 30 müsste reichen. Warum macht er das jetzt nicht? Ach, weil die ans Cockpit angeschlossen sind. Deswegen. Deswegen. Okay, boah, sieht eigentlich ganz nett aus bisher, würde ich sagen. So. Den Repair einmal zusammenfassen. Brauchen wir auch noch. Da hier was Neutrales. Okay, wunderbar. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da hinten hin. Okay, hier liegt ja schon mal ein Teil. So, genau, hol den ganzen Krams. Da liegt noch mehr. So übel. Gut, das ist ja aber nichts, ne? Nur Triebwerkskomponenten. Ich komme hier ganz kurz. Also hat er sich schon geholt.
meine sind noch weiter vorne abgestürzt, ne? Kann das sein? Was ist da? Das mit der Energie ist zu knapp. Wir brauchen mehr Energie. Da ist noch ein Reaktor. Okay. Naja. Setzen die oben drauf? Ich würde sagen, ja, ne? Die Speicher. Machen wir mal. Energy Storages. Gucken, ob das dann ausreicht. Aber das können wir dann ja beim nächsten Mal überprüfen. Und vielleicht finden wir dann doch noch die Überreste von unserem Schiff.